Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein 10 Fakten Video über mich. Wie ihr schon sehen könnt, ist hier die Belichtung deutlich besser als in den letzten Videos. Ich habe mir nämlich Softboxen gekauft. 2 Stück sind es. Jetzt zeige ich euch den Clip, wie ich die Softboxen aufgebaut habe. Schaut den Clip einfach mal an. So, Kurzanleitung. 1. Softbox auf ein Stativ montieren. Das machen wir jetzt erstmal. A. Feste Schraube öffnen. B. Gerät mit der Halterung auf das Stativ stecken. C. Feste Schraube festziehen. Das machen wir. Ich habe gerade kein Mikrofon. Hört ihr wahrscheinlich? Weil ich wollte jetzt einfach mal ohne Mikrofon das gerade alles machen. So, das ist das Stativ, wie eben schon gesagt. Das ist schon fertig. Softbox aufspannen. Ich glaube, dass das nicht passt. Die Softboxen sind jetzt hier aufgebaut, wie ihr sehen könnt. Wir hatten ja eben einen kleinen Fehler. Yes, Leute. Aber von Fehlern lernen. Ne? Von Fehlern lernt man. Genau. Ja. Okay, ich hoffe, dass der Clip gut zu sehen war. Jetzt fangen wir einfach mal mit dem Video an. Erster Fakt von mir ist, wie alt bin ich? Ich bin 15 Jahre, werde im Februar, genauer gesagt am 21. Februar, 16 Jahre und dann bin ich schon 16. Zweiter Fakt ist, wie groß bin ich? Ich habe eine etwas, sage ich mal, kleine Körpergröße. Manche sagen, ich bin halt größer, manche sagen, ich bin kleiner. Ich bin 1,73, 173 cm. Kommen wir schon zum nächsten Fakt, und zwar zum Fakt 3. Was ist mein Lieblingstier? Früher waren es immer Dinosaurier. Mein Vater hat auch immer gesagt, Justin, es gibt keine Dinosaurier. Ich so, ich habe immer gesagt, Dinosaurier. Also, was mein Lieblingstier jetzt ist, ist ein Gepard. Denn die sind so schnell und die haben halt so einen guten Körperbau. Ja, das sagt schon alles. Halt's weg. Vergessen. Hä? Der ist ein bisschen komisch. Olli, weißt du, der ist gerade hinter der Kamera. Der ist gerade von. Der kam gerade von der Tür hier so rein und dann sitzt er jetzt da vorne und schaut mir zu, wie ich hier rede. Er weiß Bescheid. Ich schlafe immer mit gebeugtem Arm. Also, das heißt, wenn ich schlafe, dann ist mein Arm immer gebeugt. Ja, Olli? Der ist immer irgendwie gebeugt. Ich weiß, wenn ich so schlafe, dann muss da immer irgendwie gebeugt sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wieso ich immer schlafe. Ist halt einfach bequem für mich, finde ich. Ich habe blaue Augen, also ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt, vielleicht ist das Licht zu stark. Aber ihr müsst auf jeden Fall sehen, dass ich eigentlich blaue Augen habe. Jeder sagt eigentlich, dass ich blaue Augen habe. Und hier habe ich blaue Augen. Sehr. Ich kann Kartentricks. Passt auf, Leute, ich zeige euch mal einen Kartentrick. Okay, Leute, ich zeige euch jetzt den Kartentrick. Der geht folgendermaßen, wir ziehen hier einfach eine random Karte. Pik 5. Diese legen wir hier rein. Den haben wir jetzt hier, also Pik 5 befindet sich hier. Folgendermaßen, ich mache jetzt diesen Effekt, sage ich mal. Griffe das Ganze durch, habe ich hier einen kleinen Stapel abgehoben. Folgendes lege ich drauf. Ihr wisst, das ist ein normales Kartendeck. Also solltet ihr normal wissen. Folgendermaßen, wir haben hier jetzt, normal müsste die Karte ganz oben sein. Also eigentlich sollte die ganz oben sein. Das ist nicht die Karte. Warte mal. Wir machen folgendes, ja? Da ist die Pik 5. Und ja, Leute, ich kann raten. Und ich hoffe, dass es gut geklappt hat. Räum ich gleich weg. Ich hoffe, dass es gut geklappt hat, dieser Kartentrick. Ich schaue es mir einfach mal an, wenn ich das Video schneiden werde. Wie viel wiege ich? Ich wiege momentan 65 Kilo. Ich habe 2 Kilo abgenommen oder so. Glaube ich war 2 Kilo, weil ich wog davor 68 Kilo. Ich befinde mich nämlich im Kaloriendefizit. Für alle, die nicht wissen, was ein Kaloriendefizit ist. Ein Kaloriendefizit ist, man hat einen bestimmten Kalorienbedarf. Sagen wir mal, eine Person hat 2300 Kalorien, die er zu sich nehmen kann, um nicht zuzunehmen. Man isst dann 200 bis 300 oder halt weniger Kalorien. Ja, man isst einfach weniger Kalorien. Sowas nennt man Kaloriendefizit. Ich befinde mich im Kaloriendefizit und so kann ich auch gut abnehmen. Fakt 10 ist, ich lerne Englisch, ich lese Englisch, ich schreibe Englisch mit ein paar Freunden aus Amerika oder so. Texas kenne ich keine. Keine Ahnung, woher die kommen. Auf jeden Fall sprechen die Englisch, schreiben Englisch. Ja, ich Englisch lerne gut.
Das war's mit dem Video. Lasst auf jeden Fall einen Like aufs Video, teilt das Video mit euren Freunden. Lasst ein Abo da und schaut einfach in meine Videobeschreibung, was ich da alles so verlinkt habe. Dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich mal sagen, oder? Boah, ich kann. Boom. Pow. Ups. Ja, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.